Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK Fragezeichen. Heute mit dabei der Matze. Servus. Und der Shadowhood. Juhu. Und wir gehen jetzt los, ein bisschen die Schlümpfe ausspionieren, denn die haben von Shadow ein Tier getötet. Was war es? Ein Saber? Saber. Und der hieß Rosenkohl. Dann haben die noch provokant in den Chat geschrieben. Lecker Rosenkohl oder sowas. Und deswegen werden jedes wir da Tier jetzt mal vorbei. Gerecht. Ja, jedes Tier wird gerecht. So, Nexio und Gabel waren schon mal da und haben Stargate aufgestellt. Unter einer Brücke, haben sie gesagt. Und jetzt? Ich sehe hier keine Brücke. Geradezu, rechts. Ah, okay, hat nur aufgebaut. Da ist auch jemand mit dem Wolf. Da ist jemand mit dem Wolf. Ja, ich sehe gerade nach. RTG. So, wo seid ihr hingerannt? Da war gerade das Telefon. Ich wollte mal den Chat noch ausmachen. So. Na, das Coole ist, bei mir die allererste Folge von Staffel 4 wird gleich ausspähen von dem feindlichen Tribe. Stimmt, du hast die ersten ja nicht. So wie ich es gehört. Seid ihr das da hinten? Ja, seid da, ich komme. Immer noch heiser, ich krieg eine Macke. Es geht nicht weg. So, wo müssen wir hin? Ja, Gabel hatte gesagt, irgendwo bei der Brücke. Okay. Dahinter. Ah, da oben ist eine Base. Ist die Brücke, aber da oben war jetzt nur RTG. Da oben. Wo? Oh. Und Stein. Geradezu. Und Metallgate. Hat jemand, Fernglas? Ja. Ja, da oben. Ihr habt ja keins mit zum Ausspielen. Nö. Doch, aber nicht ausgerüstet. Ja, warte, ich zieh's mir runter. Der Ausschlauch. Metallgate und dann. Ja, das sind die Schlümpfe. Nebenan jetzt überlege ich halt, ob wir auch mal da hoch auf den Berg gehen. Schon mal rechts. Ich habe keine Grappling dabei. Kann ich dir welche abgeben? Obwohl ich habe 10 Stück. Die Kuh. Weil dann könnten wir da mal gucken. Ich bräuchte ungefähr. Lauf mal rechts rum. Kommst du auf jeden Fall hoch. Da oben haben wir auch noch Spikes. Also. Turret sehe ich jetzt gerade nicht viele. Ne, ich auch nicht. Ich müsste mir jetzt halt ein paar NC Thatch Foundations craften. Die Schlümpfe ist hier auch noch. Na, die wollen wir doch. Ja, nochmal. Wie? Echt? Weiter. Weiter rechts runter, ja. Das war bestimmt einer von den Schlümpfen. Aha. Wir hätten mal einen Ersatz Stargate mitnehmen sollen. Habe ich. Okay, super. Ich dachte, wir haben Monster hier unten gebaut. Ich würde mich jetzt gerne hier hochziehen. Aber wenn da oben also gebaut ist. Turrets technisch sehe ich jetzt gar nichts. Grad. Hier steht auch eine Foundation, auch von denen. Oben sind die Spikes. Oder ich bin nur blind. Ja, ich glaube nicht, dass die was haben. Das ist wieder so ein Tribe, der nichts hat, schnell zu raiden ist, aber dicke Lippe riskiert. Ich würde sagen. Und schön viele Mats gibt für uns. Ja, kommt drauf an, wie viele die schon gefarmt haben und hergestellt haben. Also wenn sie ein Eisen, also ein Metalltor bauen können, dann. Alter. Was? Muss da ist ein Teleporter. Ich würde den jetzt gerne benutzen, aber ich weiß nicht, wo er hinführt. Er ist locked. Okay. Gott. Der steht nach innen. Genau hinterm Gate, hinter den Spike steht der zweite davon. Hier oben pflanzen sie auch gerade schon Pflanzen an. Die haben da hinten auch Metallgebäude, wo irgendwas brennt. Ach so, es hat jemand in den Kommentaren gefragt, warum Matze bei Golden Dodo durch die Tür, durch die Wand gucken kann. Er hat einfach K gemacht. Und hat dann. Ich hab von oben reingeguckt, aber keine Dächer. Ah, hier? Ja. Aber hier komme ich gerade auch nicht hier rein. Hier ist ein Tresor. Ich glaube, die haben Tresore dahinter gestellt. Naja, ich würde sagen, wir springen uns hier einfach durch. Die anderen sollen herkommen. Wir brauchst du nicht mal irgendwie. Ja, da haben sie Tresore. Wir haben Standardraketen dafür. Weißt du, wie viele Raketen du da brauchst? Hä, wir können doch rechts das Stein wegsprengen. Das sind hinter Tresore. Komplett voll. Ja. Ich will mir das eine komplette jetzt, Reihe. Ich will mir das jetzt mal angucken. Ich mache mir jetzt mal schnell ein paar NC-Foundation. Aber wir können da vielleicht unten drunter. Durchlaufen. Ja, durchlaufen kann man nicht. NC und dann Foundation Thatch reicht. Aber wer weiß, ob ich die da bauen kann. So, dann müssen wir erst ein Tresor wegsprengen. NC mit. Drei Stück habe ich noch.
Da werden wir erst die Dinge wegspringen müssen. Tresore. Scheiße, ich brauche ja hier mein Werkzeug. Das habe ich nicht mit. Zumindest ein Tresor müssen wir wegspringen. Na, Shadow, du musst halt gucken, ob du da welche setzen kannst überhaupt. Das probiere ich gerade. Nö. Das ist zu nah am Dings, war. Jo. Ich bin auch zu schwer für Fallschirme. Ja, ich würde einfach reinmarschieren. Haben wir sonst auch so gemacht. Ja, aber du musst erst die die Tresore wegmachen, die halten viel aus. Schuss haben wir ja genug. Was dahinter? Wo hast du das gesehen? Mit Karten, wenn du nur verboten durchschaust. Oder links bei der Seite, kannst du auch reinsehen. Du hast einfach ganz nach unten. Dann siehst du da die Tresore. Die Cheater-Tricks hier. Hey, das ist noch. Oben. Da siehst du auch die Base hinten. Wo siehst du nur Tresore? Ich sehe keine Tresore. Oben auf die Ceilings, Chris. Ja, unten drunter. Die Ceilings stehen noch auf Pillar. Ja, die fallen runter. Die werden nicht zerstört. Da läuft auch ein Affe drin rum. Ja, der läuft wandern. Der Fireball fahren. Und da sehe ich noch einen T-Rex. Spino. Mann, ich komme da nicht hoch. Man kann echt unten drunter durchgucken, okay. Wir könnten natürlich auch was anderes machen. Ich habe eine Idee. Grappling Hook. Aber wenn ich da jetzt reinfalle, na gut, dann werde ich schon einen Weg finden, um da runter zu springen, wa? Jo. Ich bin da nicht hoch. Du könntest da rechts dich rüberziehen. Ich guck mir das mal kurz von oben an. Da steht schon ein Spieler. Ich glaube, er hat mich gesehen. Ja, dann wieder runter. Aber der macht nichts. Ja, dann müssen wir weg, weil dann kommen sie gleich wieder mit T-Rex raus. Können sie auch kommen. Die kommen also raus. Aus dem Spieler. Wo? War ein Teleporter. Bin der Bösen geworfen, Matze. Ja, die so lange gebraucht, bis er losgegangen ist. Lauf, Dicker, lauf! Der war auch noch dick. Oh, ich werde auch gerade angeschossen. Ich weiß nicht von wo. Ja, dann lass zurück und dann kommen wir mit den Tieren und machen sie einfach alles kaputt. Ja, lass sie einfach überrennen, wie sonst auch immer. Wie lange die Poison gebraucht hat, bis er explodiert ist. Ja, durch die Lags, man muss dazu sagen. Ebola muss dir vorwerfen, Matze. Komm wieder. Wo? Durchs Teleportring. Oder sie haben den mach aktiviert, ich. Zumindest. Hast du die geschmissen? Ja. Hast mich getroffen. Ja, jetzt kommt. Er kommt jetzt da. Oh, Alter, dieses Dings hält bei mir echt nicht so lange. Das ist ein jetzt, Saber. Ist einer. Komm her mit deinem Saber. Schießt den Teleportring jetzt kaputt. Er steht hinterm. Hinterm Ring? Der ist runtergesprungen, glaube ich. Ist er betäubt vielleicht sogar? Weg da. Hab sie nicht weg. Bumm. Nur bumm. Der ist runtergesprungen. Okay. Ja, komm, lass die anderen jetzt holen. Jo. Und dann Attacke. Weg. Ach, geht. Müssen wir aber ein bisschen mehr Raketen mitnehmen, wenn wir die Tresore wegsprengen müssen. Jo, wir haben eine 20 oder 30. Da ist er, hier rechts ist er, Vorsicht. Da ist er. Ich bin schneller als der. Ah, der will zum Teleportring. Okay, er rennt weg. Vielleicht haben die noch einen. Renn dem mal hinterher. Der verrät bestimmt, wo die noch einen haben. Läuft jetzt unten bei den Gates rein. Boah, diese Lags. Und jetzt kackt er auch noch. Der rennt zurück. Boah, wie man das vergessen kann mit angreifen. Der steht vor mir, ich greife an, auf einmal ist er schnell an mir vorbei. Ah, der rennt weg. Sieh. Er rennt zu unserem Stargate. Will das mal einer an? Shadow? Du? Jetzt will er es gerade nicht anwählen, wenn der noch da ist. Na doch, dann können wir erstmal schon mal durch. Ja, dann soll der einer hier bleiben. Dann wäre es eigentlich gut, wenn die anderen jetzt einfach kommen, oder? Brauchen wir jetzt unbedingt unsere Spinos? Nö. Ja. Na, wenn die anderen jetzt alle mit Spinos kommen.
Ja, für den Raid schon. Ne, das ist der. Für den Raid braucht jeder sein großes Tier. Wollen wir in den TS-Raum von denen gehen? Jo, siehst du. Geh ich mal runter, jo. Ich will sagen gleich. Channel switched. So, da sind wir wieder. Hallo an alle. Moin. Viel gucken konnten wir da jetzt nicht, weil ja, gibt's nur einen Eingang und ringsherum ist halt schon gebaut, so dass wir da nicht irgendwie mit Foundations hoch können, aber man konnte so durch die wegsprengen. Die haben Tresore. Gates Tresore haben. Ja. Das heißt, wir würden jetzt, einer hat uns auch schon gesehen, der rennt auch hier mit dem Saber rum. Wäre halt cool, wenn ihr euch jetzt auf den Weg macht. Er ist auch hier noch. Ja, ist halt hier noch, wir wollen das jetzt beschützen erstmal. Ja. Haben wir denn überhaupt genug Sprengkraft? Hat noch der ist hier beim Gate. Ja, wir müssen halt gucken, wir können da auch unten, die stehen auf Pillar. Das Problem ist, wenn wir da Stein davor wegspringen und die dann runterfallen, wäre blöd. Also müssen wir es irgendwie Glück haben, dass die vielleicht nicht runterfallen. Real, wenn sie runterfallen. Wenn ich also nochmal jemals aus der Base rauskommen. Ich wollte gerade sagen, also bei uns geht's gerade eigentlich. Einer erkennt die andere rein. Martin? Kannst du mir 4 Raketenwerfer aus dem Fabrikator mitnehmen? Hast du genug Raketen? Und Schuss dazu? Oh, jetzt bin ich doch schon. Wo bin ich jetzt schon wieder? Ich werde wahnsinnig. Ja, es leckt halt echt extrem. Ich würde jetzt am liebsten anfangen mit Schießen. Der rennt hier auch immer noch rum. Ja, schießen. Ist das einfach. Tor denn schon noch? Ah, einmal habe ich ihn erwischt. Kann mitnehmen, oder? Jo, alles, was wir jetzt für den Rip brauchen. Shadow, hey, der ich kommt zu dir. Ich bringe Riot Shields mit. Ihr habt bestimmt noch keine, oder? Genau, ich glaube, die haben nicht mal Turrets, also. Ja. Also, ich hatte zumindest da kommt ein T-Rex. T-Rex kommt. Dann schnell, durch, wild zahn. Ich hab Raketenwerfer, soll ich da schon draufballern? Jo, baller mal drauf, ja. Die anderen gleich anwählen. Wohin, also, wie heißt das? Bam, ich hab voll den Saber erwischt. Nö, nee, du hast voll vorbeigeschossen. Was, nee, bei mir hab ich ihn erwischt. Doch, der war voll vorbei. Pflaume wählst du an. Und wie ist die Adresse ja. Schlimmste? Nimm das, ja, ihr habt selber WLAN. Chris mit. Wenn du hörst, brauchst du nicht gegen T-Rex kämpfen. Alter, ich hab fast 400 Milli und der blutet. Der kriegt aber Blutschaden, genauso wie der scheiß Wolf. Und der ist nicht ohne der Blutschaden. Ja, aber gegen T-Rex bringt. Und Knochenbruch gibt's auch. Der ist gegen kleine T-Rex. Ja, genau, da vorne sitze ich. Geh schon vor, geht mit den Rexen vor, kriegt die den Rex von denen. Das Problem bei denen ist halt. Die kommen gerade zu euch. Jetzt gehen alle gerade durch und alles vor. Ja, andere Seite mit Ananas. Hier, hinter euch. Geht doch gleich weiter, wenn ihr hier durchgeht. Ja, können wir nicht. Ja, ich kann nicht. Ihr müsst immer ein Stück absteigen. Warten. Boah, leck oder was? Ich steh ja, genau. Ist leck. Ich steh genau vor denen. Achtung, Poison. Poison. Ich hab gar keine Poisons mit und Stimulant auch nicht. Das ist sehr schlecht. Also, Nahkampf kannst du knicken. Pass auf, der kommt zum Stargate. Dings aufhalten, ne? Der läuft in die andere Richtung. Wenn wir alle pfeifen, dann kommt die auch. Stimmt. Stargate ist ja hier oben. Vor allem, bis die Leute von uns mit endlich kann man alles entwirrt haben, sind die schon weg. Na. Martin, hast du Raketenwerfer mit? Ja. Aber ich bräuchte auch noch einen Speed nur. Den wird jetzt keiner mitgebracht haben, oder? Kannst du jetzt aber holen. Es ging jetzt nur darum, dass Tor safe ist. Da kommt die Gürse. Wir brauchen einen Riot Shield noch. Ach, diese Lags, ey, geh mir auf den Sack. Ich wollte gerade sagen, ich kann gerade den Spin und nicht abgreifen, ey. Guck mal hier, das steht wieder bei mir und ich drücke die ganze Zeit auf Angreifen und nix. Steht der gerade komplett? Server da. Bei mir ist ein Wolf. Hier ist die ganze Zeit schon alles in meinem Spiel. Also ich kann auch gerade nicht angreifen. Nee, jo. Der folgt noch Pflaume, Martin. Jetzt. Ja, ich konnte ihn gerade nicht abpfeifen. Kannst du mal kurz aufstimmen? Nee, ich glaube nicht. Ja. Ey, da oben kommt ein Rex. Ich glaube, das sind die Gegner. Ja, ich kann auch. Ich drücke die ganze Zeit angreifen und ab und zu macht er mal. Dann Matze gleich zurück und Spino holen. Jetzt bin ich abgestiegen. What the fuck, jetzt ist derjenige weg hier mit dem Spino. Der Cruise kommt dann auch zurück. Ja. Spino holen. Gut. Endlich hier. Ja. Fällt dann noch wer an? Das Problem ist, brauche ich den halt. Ich schmeiß Fleischwerk auf aus meinem Netz. Ich geh nicht zurück, Matze. Es lohnt sich für mich nicht. Du willst jetzt mit Hirsch gegen die große Tiere kämpfen. Wieso, das könnt ihr doch mal. Ich kann ja schön mit Raketenwerfer aufballern.
Nimm die noch einen Raid-Shield von der Seite. Und die haben ja... Bis zu Hause, oder? Jo. Die haben ja auch die ganze Zeit irgendwelche Wölfe und so. Ich glaube nämlich, ich habe da durch die Wand ja geguckt, die hatten einen T-Rex und einen Spino da stehen, also... Und weiß jetzt nicht. Das. Ich mach dann gleich Fast Disconnect und kannst du gleich der Wolf ist hier weiter. Beim Gate, Leute. Ja, die Wölfe sind bei mir. Er ist hier beim Gate. Beim Gate. Glaub bei mir ist auch einer. Das leckt grad so übelst. Bei mir steht alles und dann spawnt's mit einmal ganz woanders hin. Ja. Ring auf 270. Wo sind die Wölfe? Vom Gate. Bei mir war gerade einer. Genau beim Kiwi. Stargate. Oder hier bei mir, ich bin Maracuja. Hier gerade waren welche. Ich glaube, der ist jetzt das Tor durch. Was denn? Bin ich durch. Doch, der ist durch. Der ist durch. Nice. Die Turret schießen. Nice. Komm mal mit hin. Ich hoffe, die Tiere sind jetzt auf neutral und die rennen den jetzt nach. Nein, nicht durch, nicht durch, nicht durch. Mach mal Fast Disconnect. Der springt aber jetzt runter, glaube ich. Ja. Lass runter springen. Dann ist er auch, das sind Tiere nicht. Warum sind überhaupt Tiere in der Base auf dem Spot? Sein Ding ist tot. Sein Wolf, warten hier. Wo ist der Typ? Der steht da noch. Der steht da noch. Die Turrets müssen den aber wegballern. Da, er springt. Ne, da läuft er. Er springt runter, ich gehe hinterher. Boah, das ist doch ätzend hier mit Index. Lass doch den kleinen Spieler, wir wollen jetzt traden. Ah, ich komme noch schnell wieder hoch. Wo ist er? Komm, dann fangen wir an. Da ist er hinterm Felsen. Ja. Wir haben schon kurz vor 8. Ja. Wir müssen eh erstmal die Tresore wegsprengen. Der ist hier am... Der blutet. Ja, natürlich. Der wurde ja von den Turrets angeschossen, während er keine Brust mehr anhatte. Ja, aber es leckt gerade wie Sau. Also ich wollte hier von Tal durch. Ich drück die ganze Zeit am Angreifen. Oh, jetzt bin ich runtergeflogen. Durch die Lags. Das gibt's doch gar nicht. Das Behemoth-Gate, das Metall, oder sollen wir durch das Stein sprengen? Gleich hab ich ihn. Ist da jetzt... Ja, ich bin wieder oben. Nein. Ich werde genau zwischen Behemoth Gate die Pflanzen links oder rechts beim Behemoth noch. Kommt der rechts klar? Ja, rechts. Genau mache ich. Rechts, ja. Genau, dass wir das Behemoth Gate treffen und ja. Die Steinsachen. Ja, wie genau. Hält der denn aus, ey? Krieg meinen Tirsch niemals mit der Pike down. Er ist tot. Der Rocky! Schau, was er an Loot dabei hatte. Wir haben jetzt Metall. Und ein Teleporterring ist da auch. Ja, den haben wir schon kaputt gemacht links. Okay, was? Er hat eine Primitive Tranquilizer Rifle. Mal nicht schießen. Sind das alles Saves? So, da bin ich wieder, hat er kurz einen Disconnect. Ich lenke sie inzwischen hier vorne ab. Dann machen wir uns mal schnell zu den anderen, die raiden nämlich schon. Aber immerhin habe ich meinen ersten Spieler gekillt. Der gepanzerte Rex rennt zum Tor zurück. Ach, nicht schießen. Ich bin das gewesen. Verflucht. Melona und. Warte mal dran. Ja, ich versuche in die. Ja, diese Lags sind echt nicht feierlich. Ja, der haut ab. 16.000 Leben noch, Sabi. Hilfst du mit? Ivo? Ne, ja, ich hab. Also für den Raketenwerfer keinen Schuss mehr, aber ich versuche hinten zu snipen. Ja, hab ich auch nicht mehr. Ja, ich schon. Achtung, genau. Raketenschuss. Zur Erklärung, der Server laggt extrem, der wird gedidost. Deswegen, ja. Passt auf, kann ich aber auch nicht viel machen. Nicht dran mit den Spinos. Ja, sie versucht nur wegzuziehen. Ach so. So, ich komme mit meinem Spino. Geht weiter zurück. Sabi, geh runter, Sabi, geh runter. Mit Pfeifen. Wenn er denn mal möchte. Leck. Was genau muss ich anwählen? Schlümpfe. Schlümpfe. Ich hab den Saver von dem einen. Und den Spieler. Mit Bola. Gut, schütt den. Alter. Wer wär's Preußen? Achtung, der Spieler. Habin Zorn. Jo, ist offen. Diese Lags, ey, ich krieg's nicht. Rein. Ja, warte mal, lass erstmal ein bisschen snipen. Hört jetzt den Saber. Wenn ich hier hochkommt auf mein T-Rex und dann auf die Steinsachen, könnt ihr unter die Saves gut durchsnipen. Wie es einfach nur hängt. Geht bei euch gerade was? Ich hab auch die Knochenbruch. Ja, eigentlich schon. Ja, bei mir geht's gerade gut. Oh.
Passt auf, die schießen, ja, genau das, mit Raketenwerfer. Ja, ist halt geil. So, da brauchen wir uns drauf. Ich sie, ja. Alle auf die Tiere, keiner unten draufstehen lassen. Melone, wo ist Melone? Geht doch. Ja, die haben den Brontor auf passiv gepfiffen. So, ich komme. Ich sehe das schon. Achtung. Okay, 5 Stunden, bis sich alles aufbaut, so. Ich versuche reinzulaufen. Kommt rein. Doch, der Spino ist auf jeden Fall langsamer als T-Rex. Alan, lass rein. Los, weiter. Rein. Mit Tieren? Oder? Ja, so mit Tieren. Sonst. Ah, Wagner, ich gebe hier wegen Rücken. Nice. So, dann gucken wir mal, was ihr da oben veranstaltet. Ich komm hier nicht durch. Die haben wir ja noch nicht verpasst. Da steht ein Bronto auf jeden Fall. Jo. Da fliegen auch Raketen, seid ihr das? Ich bin drin. Ja. Ich schieß den gerade mit Raketen. Gabel läuft noch ein bisschen weiter vor. Geht ihr jetzt alle auf den Bronto oder was? Jo, mit den Dinos gehen wir auf den Bronto. Ich gebe mal wegen Rückenschutz vor den ganzen kleinen Schiffen. Hier kommen wir jetzt echt mit den Dinos ran. Hier sind jetzt 2 Prontos, die auf uns gehen. Lego, komm halt nicht vorwärts gerade. Was? Ich hab irgendwas gekillt. Fiumia. So, komm, 3 Prontos und. Ich komm hier mit dem Bronto aber nicht, mit dem Spino nicht durch. Doch, der passt mal. Du musst erstmal das Tier auffressen, was unter dir liegt. Achtung, Rex kommt. Rex hinter mir. Maracuja rasiert. Ja. Da kommt Rex, ja. Ey, der steht Spieler. Voll, mein Spino hängt hier fest, das ist doch jetzt scheiße. Kann jemand mir mal helfen noch irgendwie? Killt die Dinos doch mal. Kirsche, wäre cool, wenn du mal ein Stück zurückgehst. Boah, hier kommt ein Pinguin an mir angelaufen, passt auf. Einfach nur nach hinten laufen. Oh, die OP-Pinguin an mir. Wenn ich hier mal rauskomme, ich häng nämlich hier mitten. Jetzt ist Pflaume hinter mir, hier steht mir alle im Weg. Wer hat die gerade in die Mangel genommen von T-Rex und. Oh, Martin, leg dich hin. Alter, ich komme hier nicht mehr raus. Aber ich krieg irgendwie auch gerade 0 Schaden. Doch jetzt. Du hast nichts. Schade, zieh dir mal Rüstung. Wer ist denn Börse? Zieh die Rüstung an. Nee, Mann. Die Rüstung. Das hat bei dir gerade davor auch gepackt, das sieht bei dir. Achso, das ist Krillin. Gabel auf die Bronze. Ich hänge einfach nur total fest. Ja, ja. Top Key Level 1. Ja, ja. Ich überlege, ob ich jetzt absteige. Ich riskiere das jetzt. Oh, die haben Döden. Ja, sag dir mal, hey. Ja, sehr schön. Wo ist der T-Rex von denen? Ich hab gerade auf mich geschossen. Ja, die Turret. What? Leck vom Feinsten. Ich glaube, Spieler kommen jetzt von hinten keine mehr. Ich sehe zumindest keine. Der ist der dritte. Der gepanzerte Rex ist geflohen. Also, ich wollte ihn jetzt noch nicht zu weit hinterher rennen. Wo ist der hin? Komme ich jetzt wieder an meinen Dings ran? Der Bronto? Killt die Brontos mal. Die haben Leck. Wer ist dein Helmbeere von uns? Ich? Der zieht dir meine Hose an. Ich hab Rüstung. Zieh dir meine Hose an. Wie sieht das denn aus? Wo sind mein Dings denn eigentlich? Steht draußen, ja. Ja, der steht draußen hinter mir. Ich baller mal ein bisschen mit auf den Bronto. Dann lasst ihn rauskommen. Und töten mal mit die Tiere. Doch, jetzt hat er mich getroffen. Ja, das Problem ist halt. Shadow schießt nicht auf die Tiere mit dem Raketenwerfer. Aber allgemein mit Waffen würde ich nicht drauf schießen, das bringt nichts. Ah, ich hab's gerade gemerkt. So, ich bin jetzt bei euch. Wie sieht der Plan aus? Okay, ich sehe das schon. Da hinten ist die Base und die müssen wir jetzt. Da sind Turrets drauf, dafür brauchen wir. Wow! Der Bronto, Alter! Hey, ja. Wir müssen die Brontos erst grillen. Ja. Dann lockt ja, da können die, kommen die nicht raus, dann könnte man mehr Spinos drauf. Ne, ich glaube, die kommen da nicht durch, die passen nicht durch. Passen nicht durch. Die Schwänze, musst du übelst aufpassen, ey. Ja. Gabel, der ist schon tot, aber ich komme hier nicht raus. Ja, ja, ich weiß. Melone, du gehst jetzt nicht näher ran, weil. Ah, jetzt ist er, glaube ich, weg. Weil da Turrets sind. Ja, Turrets sind. Vorsicht, da kommt Spino. Oh, Papa Stumpf hatte schön viele Raketenwerfer dabei. Nice. Raketenwerfer, 37 Schuss Raketenwerfer. Oh. Ich wollte gerade sagen, Martin, da kommt ein Dings auf dich zu. Ja. Gucken, ob ich jetzt hier. Da muss doch bald mal tot sein, dieser scheiß Bronto. Der geht mir voll auf den Sack hier. Ja, mein, es fliegt gerade relativ. Ich schieße auf den Spino. Ich glaube, der flüchtet. Bist du hier rein, Sabi? Ja, geh mal. Mich auch meinen, ja, mal wiederholen. Rein. Ja, jetzt alle durch.
Ja, ich bin jetzt down, wo ist der Spieler? Da war keiner noch. Kommt der noch? Ja. So, jetzt erstmal auf den mit der Plattform, der geht nämlich am meisten auf den Sack. Ah, nice, Martin. Ich hab schon gesagt, letzte Session hatten wir eine T-Rex-Armee, diese haben wir eine Spino-Armee. Oh, ich noch. Wieder. Oh, gut, dass sie hier Spikes haben. Na, sonst wäre schon unten, war. Ja, schon so drei, viermal. Ja. Boah, überleg mal, was so ein scheiß Pronto aushält. Okay, ist tot. Ist tot, der nächste. Die dürfen ein bisschen schneller gehen. Oh, hier kommt man wieder nicht lang. Doch jetzt. Lol, hab schon drei Hosen gebraucht. Ja, ich hab auch schon. Matze, kommst du da durch? Rüstungssätze. Nee, ich werde immer wieder zurückgepackt. Müssen wir den jetzt echt. Also, ich würde am liebsten gleich mal auf ein Tier gehen, weil ich schon. Meine ganze Rüstung ist schon durch. Komm ich an Pflaume vorbei? Pflaume, geh mal links. Ja, ich hab noch 19 Schuss, ja. Nee, einen Raketenwerfer selber. Schuss hab ich noch genug. Boah, leck. Du hast dir vier gegeben. Nee. Ja, ich hab noch einen. Der einen macht, der kann auch zwei Schüsse. Also diese Lex ist echt. Aber wir haben gesagt, guck mal, da rennt lauter Raptoren und so rum. Ja, die gehen noch nicht. Wer hat denn einen Granatwerfer? Brauchst du Ersatzrüstung? Aber ein Chris hat auch einen. Ja, Chris, dann sollst du mal anfangen, die Turrets kaputt zu machen. Jo. Wollt bloß erstmal hier an dem. Ja, das Problem ist, das können wir nicht machen. Wir müssen erst die Brontos wegmachen. Die schleudern dich jedes Mal mit dem Raketenwerfer sonst wo. Also links vom Bronto, wo er nicht hinschlägt. Okay, dann geh ich. Geh mal zurück, wo mein Spino ist, weil ich hol mal meinen Spino. Nicht, dass der hier. Ja, du, dein Saber steht ja auch noch. Jo, okay, ich probier's mal, ich hab noch nie das Ding benutzt. Da legt mir gerade einen Saber da, einen Raketenwerfer. Oder? Die sind hinten gerade mit den Bären nach oben geflohen in einen der Teleporterringe. Ich seh nicht mal, wo die hinfliegt. Die Explosion siehst du aber. Die haben oben am Berg eine Hütte stehen. Ach, wieder so Feiglinge, die sich auf den Berg raufziehen. Das ist aber nur eine kleine. Das ist zweimal. Wer auch immer, der. Willst du was? Der tankt gerade Turrets? Achso, ihr macht das. Mit wie vielen Schüssen sind die so down? Nein. Was? Rüst ein. Na, hab ich aber gerade getroffen und die stehen immer noch. Nee, müsst ihr schauen, das war nur in Season 2 so. Ah, jetzt das ist zwei sind schon mal weg. Haben. Alter, rett mir nicht hier vor, da tust du bitte. Was? Ich hab grad 2000 XP. Herr Bronto ist gestorben. Alter, leck! Ist klar! Alter! Was? Na, tot! Warum? Ich hab die ganze Zeit keinen Schaden bekommen und auf einmal Rüstung raus, Rüstung raus, Rüstung raus, tot. Er ist unter mir, als die Leiche von ihm. Die Snipen von oben. Das kann mich wenigstens wieder richtig nennen. Vom Haus oben. Sabrina, kannst du Chris looten? Ich steh im Weg. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht. Der hat ein Bronto gebaut. Das hört sich aber nicht gesund an. Wo muss ich denn jetzt spawnen? Jetzt kann mich ja auch nicht mal einer holen. Aber warte, ich muss ja nur bis zu dem Dings kommen. Ich hab doch keinen Travel, richtig. Boah, das nervt mich jetzt durch diese scheiß Legs, ey.